Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamefreunde, hier auf Rojan Texas Heavy TV zu unserem nächsten Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer Gameplay. Und zwar habe ich heute ein 41:12 auf der Map Raid. Und der Modus ist heute Stellung. Und eingepackt habe ich natürlich meine Lieblingswaffe mittlerweile. Das ist die ASM1. Mit Vordergriff, Magazinerweiterung und Verbesserer 3. Magazinerweiterung ist in meinen Augen bei dieser Waffe extrem geil. Also, wer nach vorne gehen will, nimmt die ASM1 mit Magazinerweiterung. Da geht nachs. Und meine Extras sind heute Unauffälligkeit, Gleichgewicht, Strahldämpfer und Zähigkeit. Und als Punkte sehen habe ich heute eingepackt die Drohne und, nein, nicht den Systemhack, die Bombardierung. Und die kommt heute nicht nur einmal in diesem Gameplay. Also bleibt bis zum Schluss dran, lasst mir Daumen hoch da, schreibt mir unten einen Kommentar rein. Abonniert mich, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich. Ach so, nebenbei an meine 71 Abonnenten mittlerweile. Von mir kriegt ihr einen fetten Daumen hoch und ihr seid die Besten. Und jetzt gehen wir erstmal hier über schön zu diesem Gameplay. Wie ihr mitkriegt, muss ich immer noch so ein bisschen schmunzeln. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Es ist nämlich noch gar nicht lange her, dass ich das Gameplay gemacht habe. Aber das habe ich nie verstanden. Warum ist dieser Maschendrahtzaun nicht durchschießbar? Keine Ahnung, was das sollte. Die Kugeln sind einfach mal immer an so einen Millimeter Draht abgeprallt, scheinbar, ich weiß auch nicht. Egal, der kriegt ja mal schön Headshot da hinten, der ist nämlich schön AFK. Oh, jetzt gehen wir erstmal langsam hier vor Richtung Stellung. Kollegen haben hier schon mal eingenommen. So, hier muss einer sein. Guck mal, da steht er. Ist wieder Captain AFK. Gut, das war jetzt zweimal, dass wir den erledigt haben, bei den 41. Macht aber nichts. Dafür sterben noch viele andere hier drin. Nehmen wir mal kurz die Stellung ein hier. Zünden die Drohne natürlich auch. So, jetzt kommt so ein blöder Raketenschlag. Ja, irgendwie passiert es mir immer. Ich kriege ihn immer auf die Mütze. Irgendwie ziehe ich diese Scheiße magisch an. Vielleicht geht es den einen oder anderen auch bei euch so. Aber ich verstehe das immer nicht. Da kann die Map noch so groß sein. Nein. Der Raketenschlag oder irgendwas anderes geht bei mir auf die Mütze. Tja, umher. Wenn ich die schon angefixt habe, dann sterb wenigstens. Jetzt wird das mal hier schön aufkommen. Die Treppe machen wir frei. Und da hinten ist große Versammlung mit zwei Leuten und die hämmern alle auf mich drauf. Und natürlich treffe ich keinen davon. Was soll's anderes? Wir greifen von hinten an. Nummer 1 haben wir. Und den Eckensitzer haben wir auch gleich. So läuft das wunderbar. Die Treppe wird auch freigemacht von uns. Und da haben wir nämlich schon mal einen geilen Doppelabschuss. Ja, und da kommt so vorne, kommt schon wieder einer angeflogen. Den holen wir uns auch schön. Ja, und jetzt bin ich leicht blockiert worden von meinen Kameraden. Deswegen habe ich wieder mal schön einen auf die Klatze gekriegt. Gut, ich habe nur volles Haar eigentlich so, ne? Aber das macht hier mit den gelben Labelgaben erstmal gar nichts. So, komm her. Brauchst gar nicht rumzufliegen. Wir holen dich aus der Luft raus. Wir sind nämlich der Königstäter oder Täterer. Oh, mal kurz aufräumen hier. Kommen sie nämlich gleich. Da ist links von uns die Stellung. Da geht es nämlich schon los. Da hämmert einer. Den holen wir uns. Und dann gleich haben wir schon wieder. Vor kurzem erst erschossen und gleich wieder von uns. Mensch, das läuft. So, wo ist der Kamerad hier? Wo ist er? Auf der Map haben wir ihn doch gerade gesehen. Hey, du Arsch, wo bist du? Zeig dich! Da ist er. Ha. Wir standen einfach über und drüber. Tja. Natürlich immer schön nachladen. Kennt ihr aus jedem Video von mir. Schießen, nachladen. Verstecken. Können wir auch mal spielen. So, du bist erstmal tot. Wir zünden gleich mal die Drohne, würde ich sagen. Oh, hier, da ist er. Da ist er. Der Retter der Nation bin ich. Ha. So, König haben wir auch schon wieder. Der kriegt von uns schön ordentlich auf die Mütze, würde ich mal sagen. Das läuft. So, erstmal hier bei der Stellung. Da kommt einer an. Oh, erstmal schnell weg hier. Nicht, dass wir schon wieder tot sind. Greifen wir von hinten an. Fitnesshof. Ja. Naja, 1, 2, da haben wir schon die Bombardierung zum ersten Mal. Brauchen wir nur noch irgendwann mal eine schöne Position, da können wir das Ding nämlich mal ordentlich zünden. Und dann hoffen wir,
dass die mal einen auf die Mütze kriechen und nicht wer immer. Wenn wir gerade hier hinten sind, dann gehen wir auch gleich mal ganz hinter in die Ecke, dann können wir das Ding nämlich auch mal zünden. So. Na, treffen wir einen. Angefixt. Ja, einen haben wir wenigstens. Besser wie gar keinen, ne? Nicht viele, aber es hat doch noch ein bisschen. Aber ja, du brauchst gar nicht zu schleichen, wir sind schon hinter dir, Mensch. So, Drohne gezündet. Weiter geht's. Und vor allen Dingen haben wir jetzt schon mal eine 10er Abschussserie. Mensch, ich weiß nicht. Es läuft. Den da oben auf dem Dach holen wir weg. Der gammelt mir zu lange an einem Fleck. Da gibt's halt einen auf die Mütze, ne? Links kommt einer. Oh, links zwei. Aber beide haben. Und da haben wir schon wieder die Bombardierung, Mensch. Das läuft. Ah ja. Ah, Mist. Shit. Aber egal. Wir blicken nach vorne. Da kommt die Bombardierung. Ja. Und natürlich springen wir uns gleich mal selber mit weg. Warum auch immer. Ich sag doch, wir ziehen die Scheiße magisch an. Mir ist schon mal wieder alles schön frei. Der hat geschlafen und ich hatte mal richtig Mehl. Der hat uns zum Glück nicht gesehen, aber der Kollege hat ihn schon leider weggeholt. Den hätte ich auch gerne von hinten erschossen. So radikal in den Rücken rein. Jetzt räumen wir erstmal hier einen Hof auf. Geht ihm gar nicht hier. Wo sind sie denn? Angefixt. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm her. Ha! Und da haben wir den nächsten Kill. Zwar nur einen Assist bekommen, aber es ist ein Kill. Den aus der Ecke, ach, habt ihr das gesehen? Das ist so cool. Den schön in der Ecke erstmal angehegt und dann kommt einer schön in den Schuss reingerutscht und hat Pech gehabt. Ja, und so hat man auch schon wieder mal einen Doppelkill. Oder Doppelabschuss, komm her. Und vor allen Dingen haben wir schon wieder die Drohne. Mensch, das läuft ja wie, das geht wie am Fließband hier. Heute, das ist, heute sind sie ein Angebot. Ich weiß nicht. Ah, komm her. Na, schaffen wir nochmal die Bombardierung. Komm hier, nicht nachladen. Ganz schnell weg hier.